Das ist trotzdem gemein. Das ist so gemein. Ich war auf schnell speichern. Reg ich mich jetzt drüber auf. Ja, da waren wir ja jetzt auch nicht drin. Wo war die denn? Da auf jeden Fall war der Kaufmann. Tut mir leid, wenn wir jetzt nochmal alles wiederholen. Und was braucht... Ihr braucht etwas? Werft einen Blick. Ja, ich brauche Dietriche und ich gebe dir meinen ganzen Plunder. Wieso hat er denn jetzt so wenige? Toll. Nee, du hast mir jetzt zu wenig Gold. So, der war hier. Natürlich jetzt nicht mehr. Habe ich keinen Nerv drauf jetzt mehr. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Ist nicht schlimm, ne? Ist nicht schlimm. Ärgert mich trotzdem. Genau. So, ich suche jetzt noch mal einmal hier diesen Händler, weil das möchte ich schon gerne haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo der war. Und dann gehen wir direkt zurück. Es tut mir echt leid, aber ich habe doch extra gespeichert. Nee, das war das. Oder war der Händler doch davor? Oder Bergmann vielmehr. Ihr wisst schon, mit der Spitzhacke und so, da ist er. Da ist er. So, dann nehmen wir einmal die Spitzhacke mit. Das Golderz, das Golderz. Golderz.
Golderz. So. So, war das hier mit, ich glaube, die sind immer anders, ne? Naja, immerhin. Immerhin. Ich trage zu viel Wetten. Ich entleere mich gleich, keine Sorge. Eben kurz die Steinchen hier abbauen. So. Ja, ein bisschen. Bisschen hier. So. Was haben wir denn, was hier irgendwie vielleicht mal schwer ist? Das brauchen wir alles gerade gar nicht. Dann lassen wir doch mal das hier. Dann reicht das auch schon. So, und dann schnell speichern. Es steht schnell speichern da. Ich gucke in der Aufnahme echt nochmal. Nicht warten, nein, nicht warten. So, und dann gucken wir auf der Karte. So, und dann sind wir eigentlich hier so runter. Und da war der Drache auch schon. Wir reisen jetzt mal direkt nach Ravenfels. Gucken uns da ein bisschen um. Und sonst gehen wir dann wieder nach Himmelsrand, oder? Habe ich schon mal gesagt. Vor geraumer Zeit. Was ist denn hier los? So, wir können aber mal... Ah ja, wir können mal schmieden, ne? Ne, schleifen wollte ich gar nicht. Schleifen wollte ich gar nicht. Wollte hier was schmieden. Oder schmelzen? Da. Schön. Haben wir das auch mal gemacht? Was können wir jetzt damit machen? Fels brauchen wir nicht. Eisen. Brauchen wir nicht. Beschlagen. Nein. Nein. Goldene Halskette. Brauchen wir nicht. Goldenen Ring. Smaragdring. Den könnten wir machen. Den stellen wir mal her. Der gibt ordentlich Zaster. Kunst kommt von Können. Sehr gut. Stellen wir gleich noch einen her. Baumaterial brauchen wir im Moment nicht, oder? Können wir aber gar nicht machen. Okay. Das war doch ganz schön. Schleifstein, wir können nichts schleifen, oder? Nee. Habe ich gerade schon reingeguckt. Ich bin ein Held. Achso, das war die Schmiede, alles klar. Ja, schön, schön. Hier ist ja aber auch keiner mehr, ne? Hallo? Verwurste jetzt unsere letzten Dietriche. Einfach weil hier gar keiner mehr ist. Können wir ja mal so in eine Hütte vielleicht reinschauen, wenn ich das hier gebacken kriege. Offensichtlich nicht. Na, dann gucken wir auch in keine Hütte rein.
Joa, gut. Schnell speichern. Ich hätte gern den Drachen gehabt. So. Servus. Lederstreifen können wir auch nicht machen, brauchen wir Leder für. Macht ja auch Sinn. Was wollt ihr, Kaiserlicher? Kommt mir nicht gerade ungelegen, von hier zu verschwinden. Ich muss jedoch trotzdem auf eine Bezahlung bestehen. Versteht sich? Natürlich. Gut. Bitte. Dann machen wir uns auf den Weg. Ja, wir können ja wiederkommen. Für bisschen 250 Gold, was ist das denn? Haben wir ja gerade einen Smaragdring für gefertigt. Müssen wir nur noch jemandem andrehen, ne? Das ist so das Problem. Ich finde nie jemanden, dem ich meinen Scheiß verkaufen kann. Wenn ihr nach einer Überfahrt sucht, sprecht mit Kapitän Jarl. Ja klar, lass uns direkt wieder... Hörst du mal auf zu schubsen? Lass uns direkt wieder los. Oh, hier ist richtig kalt geworden. War hier die ganze Zeit schon Winter? Nee. So, hoppeldi hopp. Ich hoffe, hier sucht uns keiner. Geschäftsräume können wir nicht hin. Hallo. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Vampirjäger, ne? Toll. Wollte ich gar nicht. Das ist kein Dietrich, gut. Lalalala. Das ist ja Wasser. Ich dachte, es wäre so... keine Ahnung, was ich dachte. Ich dachte, da könnte man drüber laufen. Komme ich hier nicht hoch? Ich ja. Das ist mir doch ein bisschen zu kalt im Wasser. So Dämmernacht. Ich hätte ja mal mehr zuhören können. Was für Vampire? Vampire haben wir irgendwann schon mal kennengelernt. Die sind doof. Jetzt bin ich gerade zu doof, um hier reinzukommen. Muss da oben her. Über die Brücke. Da hatten wir doch mal ein Pferd geklaut, ne? Ich erinnere mich. Dunkel. Also wieder rein ins kühle Nass. Ich hoffe, ich erfriere hier nicht. Schwimm mal ein bisschen schneller. Über Wasser, versteht sich. Wie die schwimmt. Ich sammle mal Schneebären. Kann ja nicht schaden. Ist das jetzt richtig hier rüber? Ja, hoffe ich. Hoffentlich erinnert sich hier keiner mehr an mein ausgeliehenes Pferd irgendwann mal. Ich hätte es ja gekauft. Ne? Stehlen. Ich kann es hier wirklich tatsächlich immer nur stehlen. Wieso ist hier eigentlich keiner? Hier ist auch wieder keiner. Was ist denn los? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Mhm. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, tschüsse. Dankeschön. Red mal. Hey. Nein, tut mir leid. Nichts. Nein? Nein, nicht. Ist ja nett, wir kommen hier an und kriegen dann sofort... Macht keinen Ärger, Post. Kaiserlicher. Hat der mich blöd angemacht, ey?
Nein, tut mir leid. Nichts. Dann ist ja gut. Achso, wir könnten vielleicht mal gucken. Was haben wir denn da gekriegt? Eine Flöte, nein. Was wir hier schon wieder alles für einen Schrott drin haben. Naja, gut. Bücher, Zutaten, Schriftrolle. Nö. Was haben wir denn gerade gekriegt? Bücher? Nein. Kaufvertrag? Warum zur Hölle habe ich einen Kaufvertrag? Kaufvertrag. Verstehe. Hab ich da je... Hab ich da je reingeschaut? Um Gottes Willen. So, aber den Brief hier vom Kurier, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was gibt's denn? Ihr Hallo? Da. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Nö. Ich hab grad andere Probleme. Ich hab nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Vampire töten, wo kann ich unterschreiben? Tut mir leid, kein Interesse. Was ist denn die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Verstehe. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Da hätten wir die mal direkt kaputt gemacht da in der Höhle damals. Aber ich war gar nicht hier, ich konnte überhaupt nichts hören. So, Wächter, Dämmerwacht, wovon sprecht ihr? Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Mhm. Naja, gut. Ha. Ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Alles klar. Mache ich dann irgendwann mal. Wie alles hier. Oh Gott. 10 Folgen später. Was für eine Vampirjacht. Ah, nee, Leute. Ist nicht wahr, ey. Ich vergesse hier doch sowieso immer alles. So, ich weiß aber nicht, wo sollten wir uns melden? Beim Jarl? Ich möchte eigentlich nur meinen Plunder mal wieder verkaufen. An jemanden, der richtig schön viel Kohle hat. Und dann möchte ich mir gerne endlich mein Haus kaufen.